Ich bin mir sicher, du hattest ebenfalls schon oft die Situation in deinem Leben, in der du einfach aufgeben wolltest. Vor allem, weil du keine Hoffnung mehr gesehen hast. Weil du bemerkt hast, dass alles aussichtslos ist. Und eben in diesen Momenten, in denen wir sind, ist es extrem wichtig, trotzdem weiterzumachen und die folgenden drei Punkte zu verstehen, um zu begreifen, dass alles in deinem Leben machbar ist, wenn du es willst und wenn du verstehst, wie es funktioniert. Und der erste Punkt davon ist dein Glaube an dich selbst. Einst gab es einen König, der es nicht geschafft hatte, einen Sohn zu kriegen. Also ist er zu einem Schamanen gegangen, einem Okkultisten. Und was er diesen Okkultisten gefragt hat, war: Wie schaffe ich es endlich, einen Sohn zu kriegen, der es wert ist, ein König zu sein? Und als er mit ihm gesprochen hat, hat der Okkultist ihm gesagt: Opfere ein Kind, bekomme ein Kind. Und eben deshalb ist der König losgegangen und hat dem Volk gesagt: Hört zu, wer ist bereit, sein Kind zu opfern für Gold? Und da er irgendwann eine Familie gefunden hat, die sich dazu entschlossen hatte, dieses Kind zu opfern, hat er es mitgenommen und ist zum Ritual gegangen mit dem Okkultisten. Doch als er das Kind fragt: Was ist dein letzter Wunsch? Sagt der Junge: Ich wünsche mir, dass du mir Sand besorgst. Und als er ihm Sand besorgt, baut er 4 Burgen und lässt 3 davon einstürzen. Und eine bleibt übrig. Und als er ihn fragt: Warum hast du das getan? Was hat das zu bedeuten? Erklärt der Junge ihm: Die erste Säule stand für meine Familie, die eigentlich hätte auf mich aufpassen müssen, doch die mich im Stich gelassen hat. Die zweite Säule steht für meine Bekannten, für meine Freunde, die meine Eltern eigentlich hätten abhalten müssen von dem, was sie tun, ihr Kind einfach abzugeben. Und die dritte Säule steht für meinen König, der eigentlich dafür zuständig ist, mich zu beschützen und zu behüten, aber der mich stattdessen opfern will. Und als der König fragt: Wofür ist die letzte Säule, wofür ist die letzte Burg? Sagt er ihm: Die letzte Burg steht für Gott, für meinen Glauben, für etwas Größeres. Und jetzt werde ich sehen, ob es mich beschützen wird. Und als der König das hört, sagt er dem Okkultisten, dass er aufhören soll und nimmt diesen Jungen, um ihn zum König zu machen. Denn genau das ist das Ding. Wenn du keinen Glauben hast, wenn du keine klaren Werte hast, ganz egal woran du glaubst, wenn du nicht das Vertrauen hast, zu glauben, dass es etwas gibt, das größer ist als du und dich unterstützt, dann wirst du immer glauben, dass dieses Schicksal, dass dieses Leben, dieses Universum, Gott, egal was für dich ist, gegen dich ist und dass du ein Spielball bist und dass du keine Macht hast und somit wirst du immer ein Opfer bleiben. Das heißt also, der erste Punkt, wenn du etwas in deinem Leben verändern willst, ohne dass du ständig in den Glauben fällst, dass du aufgeben musst oder zweifeln musst oder Sorge haben musst, ist an dich zu glauben. Der zweite Punkt ist, deinen Wert endlich zu erkennen. Als ein Junge zu seinem Vater gegangen ist, weil er endlich die Schule abgeschlossen hat, mit Bestnoten, hat er ihm gesagt, dass er sich etwas wünscht, ein Auto. Und als der Vater zu ihm kommt, gibt er ihm ein Auto, aber ein sehr altes. Hier, mein Sohn, mein Vater, mein Großvater, alle haben dieses Auto gehabt. Ich möchte es dir weitergeben. Doch als der Junge sagt: Aber Papa, das Auto ist alt, merkt er, dass er unzufrieden damit ist und sagt: Geh mit diesem Auto zum Schrotthändler. Und frag ihn, wie viel er dir geben würde dafür. Also geht er dorthin. Und der Schrotthändler sagt, er würde ihm $50 dafür geben. Also sagt er: Okay, dann geh jetzt zu dem Nachbarn und frag ihn, was er dir dafür geben würde. Und der Nachbar würde ihm $500 dafür geben. Also freut sich der Junge. Er sagt: Okay, alles klar. Nun geh zu einem alten Sammler und frag ihn, was er dir dafür geben würde. Und als er dorthin geht, sagt er ihm, er würde ihm $7,000 geben. Also kommt der Junge zurück und freut sich enorm. Und der Vater erklärt ihm: Jetzt verstehst du hoffentlich, mein Junge, ganz egal, was du bekommst, alt, jung oder sonstiges, wenn es am richtigen Platz ist, ist es etwas wert. Du musst einfach nur verstehen, dass du am richtigen Platz zu sein hast. Ganz egal, was kommt, du für dich musst dir im Klaren darüber sein, dass du nicht wie die anderen sein musst. Wenn du dir irgendwen irgendwo anguckst, egal auf Social Media oder sonst wo, in deinem Leben, und dir denkst: Ich wünschte, ich wäre auch so wie er oder sie, dann ist es ein Fehler. An sich, direkt. Weil du deine ganz besonderen Stärken und Schwächen hast und du nur an ganz bestimmte Orte passt. Genauso wenig wie eine Rose in die Wüste passt, passt du auch nicht überall rein. Das heißt also, sei dir bewusst darüber, was du wert bist. Und der dritte Punkt ist Beständigkeit. Als ein junger Schüler anfing, ein Business zu bauen, scheiterte er. Er ist gescheitert und hat es nicht geschafft. Nun hat er nicht mehr weiter gearbeitet. Er hat nichts weiteres gemacht. Also hat ein alter Lehrer ihn gesehen und bemerkt, was bei ihm los ist, um auf ihn zuzugehen und ihm zu sagen: Hör zu, mein Junge, wieso beschäftigst du dich nicht mit anderen Dingen? Wieso arbeitest du nicht weiter? Und was der Schüler gesagt hat ist: Wenn ich sowieso scheitere, warum sollte ich es tun?
Warum? Wozu? Also sagte der Lehrer ihm, hör zu, komm mit. Und zeigte ihm eine Tomatenplantage, die kaputt war. Er sagte ihm, hör zu, ich habe alles getan, was nötig ist, als ich die Samen gesetzt habe. Ich habe sie gegossen, genug Licht gegeben, genug Liebe gegeben. Ich habe mich immer um diese Tomaten gekümmert. Und dennoch sind sie kaputt gegangen. Weil wir nicht immer darüber entscheiden können, wie der Verlauf unserer Entscheidungen sein wird, unserer Aktionen. Aber was wir kontrollieren können, ist, dass wir es tun, dass wir weitermachen. Also sagt der Junge, warum aber soll ich weitermachen, wenn es sowieso nichts bringt? Also sagt der Lehrer, komm mit, öffnet eine neue Tür und zeigt ihm wundervolle Tomaten. Und sagt, siehst du das? Das alles ist entstanden, weil ich weitergemacht habe. Und die meisten da draußen schaffen es nicht weiterzumachen, weil sie glauben, dass es sich nicht lohnen würde, wenn sie Fehler machen. Dass es sich nicht lohnen würde, wenn sie scheitern. Was sie aber nicht verstehen ist, dass es kein Scheitern gibt. Es gibt keine Fehler. Es gibt in deinem Leben keine Fehler. Der einzige Fehler ist, keine Fehler zu machen. Denn erst wenn du Fehler machst, kannst du Erfahrungen sammeln. Und erst wenn du verstehst, dass Fehler Erfahrungen sind, Dinge sind, aus denen du lernen musst, erst ab diesem Zeitpunkt kannst du erfolgreich sein. Erst wenn du begreifst, dass du genug Glauben haben musst an dich selbst, deinen Wert erkennen musst, um einen Ort zu suchen, wo du deinen Wert geben kannst, um dann beständig dran zu bleiben und weiterzumachen, Gas zu geben, durchzuziehen und jeden Fehler als eine Erfahrung zu sehen, kannst du an den Punkt kommen, wo du dich entfalten wirst. Wenn du also bereit bist herauszufinden, was du wirklich im Leben haben willst als Mann. Wenn du bereit bist herauszufinden, wie du dorthin kommst und wie du nur noch Menschen in dein Leben ziehst, die wirklich dir und deinen Werten entsprechen, dann bewirb dich unbedingt für ein kostenloses Erstgespräch. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Ansonsten, Champ, wenn es Fragen geben sollte, hol deine Kommentare damit und dann sehen wir uns bei den nächsten Videos. Nur das Beste bis dahin. Let's go. Action.